In diesem Video rechne ich eine kleine Aufgabe zum Satz des Pythagoras. Du kannst das erstmal selber versuchen, drück auf Pause, rechne soweit du kommst, wenn du nicht weiterkommst, dann schau dir meinen Lösungsweg an und am Ende natürlich zum Vergleichen. Die Aufgabe ist eigentlich relativ selbsterklärend. Also wir haben hier eine Leiter, die lehnt an der Wand. Die Leiter ist 6 Meter lang und der Abstand vom Fuß der Leiter bis zur Wand ist 1,3 Meter. Und jetzt ist die Frage, in welcher Höhe berührt die Leiter hier die Wand? Man könnte auch anders fragen, wie lang ist diese Strecke hier? Ich gebe der Strecke mal einen Namen, ich nenne die Strecke B. So, und jetzt sieht man direkt, das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Der rechte Winkel ist hier. Und wir haben eine Kathete gegeben und die Hypotenuse gegeben. Die Hypotenuse ist immer gegenüber vom rechten Winkel und das ist hier die Leiter. Satz des Pythagoras sagt, eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat ist gleich die Hypotenuse zum Quadrat. Wir haben eine Kathete gegeben, das ist 1,3, nehmen wir zum Quadrat, plus die andere Kathete ist b zum Quadrat ist gleich die Hypotenuse zum Quadrat, also 6 zum Quadrat. Ausgerechnet ergibt das, 1,3 zum Quadrat ist 1,69. Dann plus b Quadrat ist gleich 6 zum Quadrat ist 36. So, auf beiden Seiten minus 1,69. Dann ist b Quadrat gleich 34,31. Daraus die Wurzel, dann ist b gerundet 5,86. Damit haben wir unsere Lösung. Die Leiter berührt die Wand in Höhe von 5,86 Metern, schreibe ich noch dazu. 5,86 Meter. Damit ist die Aufgabe fertig.